Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei JUMO genau richtig. Ich bin der Valentin und in diesem Video werden wir die Feldbus-Schnittstelle Modbus im Variton 500 anwenden. Dabei wird der Variton 500 der Modbus TCP Slave sein. Los geht's! In unserer Aufgabenstellung werden wir eine Feldbus-Kommunikation, eine Modbus-TCP-Kommunikation aufbauen, und zwar zwischen zwei Steuerungssystemen. Auf der einen Seite haben wir den Variton 500 als Modbus-TCP-Slave mit der IP-Adresse 10.1.1.1 und auf der Gegenseite ein JUMO-Mtron-T-System, bestehend aus einer CPU und aus einem HMI. Und die CPU wird der Modbus TCP Master sein mit der IP-Adresse 10.1.1.101. Der Variton 500 wird beinhaltet zwei Temperaturwerte, zwei Prozesswerte, und die werden per Modbus TCP Slave zur Verfügung gestellt. Und ein Modbus TCP Master kann mit der IP-Adresse 1.1 und dann auch die richtige Adressierung der Register, kann dann die beiden Prozesswerte Temperaturwert 1 und 2 abholen, auslesen und im Prozessbild vom HMI darstellen. Und genau das wollen wir jetzt versuchen zu erreichen. Am Reglermodul des Varitrons sind in dieser Applikation zwei Temperatursensoren angeschlossen und auch konfiguriert. Und diese beiden Temperatursensoren können wir in dem RA-Abbild des Reglermoduls unter Analog-Inputs abgreifen, indem ich einfach hier direkt eine Variable deklariere. Wir haben in den vorherigen Videos diesen Datentyp behandelt. Unter anderem beinhaltet er diese komplette Struktur, den Real-Wert, den tatsächlichen Temperaturwert. Diesen werden wir abgreifen und auf der Modbus-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Was müssen wir noch vorbereiten? Im letzten Video habe ich den Datentyp Union erklärt. Wir zerteilen einen Real-Wert auf zwei einzelne Wörter. Dazu nutzen wir diesen Union-Datentyp. Im nächsten Step in der PoU, zum Beispiel PLC, PRG, habe ich mir zwei lokale Variablen angelegt, die wiederum den Temperaturwert 1 und 2 repräsentieren und diese Zusatzbezeichnung, damit ich einfach weiß, hey, das sind Variablen, die auf der Modbus-Schnittstelle dann zur Verfügung gelegt werden. Und genau in der PoU, in der zyklischen Bearbeitung, weise ich dem Real-Wert dieser großen Struktur den Analog-Eingangswert von dem ersten Temperatur und in der zweiten Zeile den zweiten Wert. Was müsste ich als nächstes machen? Unter der CPU lege ich jetzt ein neues Gerät an oder hänge an. Und zwar wähle ich hier unter Feldbusse, selektiere ich den Ethernet-Adapter und dann das Gerät Ethernet. Gerät anhängen. Ich schließe das mal. Was haben wir gemacht? Mit diesem Ethernet-Gerät erlauben wir einfach der Codeassist-Applikation, dass sie auf diese Ethernet-Schnittstelle des Varitrons zugreifen darf. Und zwar auf welche von denen? Der Variton kann mehrere Ethernet-Schnittstellen haben. Und hier mussten wir einfach sagen, hey, benutzt bitte die LAN-1-Schnittstelle mit der IP-Adresse 10.1.1.1. Soweit okay. Jetzt füge ich ein weiteres Gerät und dann, an dem Ethernet-Adapter füge ich ein weiteres Gerät an. Und zwar unter Modbus selektieren wir Modbus TCP Slave Gerät und dann den Modbus TCP Slave Device. Dann Doppelklick auf den Modbus TCP Slave Device. Und hier kann ich die unterschiedlichen Register, die der Slave verfügen kann,
ja, definieren, dimensionieren. Und zwar verwendet in unserer Applikation der Master, ja, kommuniziert mit diesen Holding-Registern. Da ich zwei Real-Variablen habe, muss ich auch vier Wörter hier zur Verfügung stellen und das Ganze mit dem Attribut schreibbar. Die Input-Register brauchen wir nicht und die minimale Anzahl an Input-Registern, die Codesys erlaubt, sind zwei. Ich stelle hier eine 2 ein. Hier unten kann ich noch die Startadresse für den Holding-Register definieren und hier gebe ich einfach exemplarisch eine 10 ein. Kommen wir nun zum EA-Abbild unserer Modbus TCP Slave Schnittstelle. Und zwar gibt es hier jetzt unter den Eingängen, die auch beschreibbar sind, also in beide Richtungen anwendbar, sind vier Wörter. Also das heißt, das, was wir deklariert haben, hier diese Anzahl vier Holding-Register, sehen wir nun im EA-Abbild auch vier einzelne Wörter, die wir mappen können. Und zwei Input-Register. Die Input-Register werden wir nicht nutzen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe und selektiere hier durch diese drei Punkte die Selektion und suche aus meinen lokalen Variablen aus der PLC-PRG-PUU und zwar den Temperatur für Modbus 1 und nicht den Real-Wert, sondern die einzelnen Wörter. Und hier selektiere ich das Wort 1, 0. Ja, das erste Wort. Hier den zweiten. Und genau dasselbe für den zweiten Temperaturwert. Und hier nochmal den zweiten Teil des Temperatursensors 2. Weiterhin habe ich schon bereits den Master vorbereitet. Ich habe auf der MtronT-Seite eine CPU und HMI konfiguriert. Unter der CPU-Konfigurationsebene gibt es den Modbus TCP-Bereich. Hier habe ich die IP-Adresse des Varitrons eingegeben. Das heißt also die IP-Adresse des Slaves. Und im Bereich No Setup, Modbus Frames zum Lesen, habe ich hier zwei Variablen definiert, die genau diesen Modbus TCP Modbus Master TCP 1 verwenden. Das heißt, sie sprechen den Slave 1. Und hier sehen wir die Startadresse, die wir hier im Codesys definiert haben. Im Codesys haben wir ja gesagt, dass wir mit der Startadresse 10 beginnen. Im Setup sehen wir die 10 als Hexdezimaldarstellung. Ja, hier habe ich zwei lokale Variablen definiert. Und diese beiden Variablen wurden im HMI, im Prozessbild oder werden einfach dargestellt in dieser Darstellungsart. Das Ganze habe ich schon bereits übertragen. Wir gehen jetzt mit der Codesys-Applikation online. Wir selektieren hier die IP-Adresse der CPU und loggen uns ein. Und sehen, ja, das Ganze auf Run setzen und sehen zwei Temperaturwerte, 52,3 Grad und 28,3 Grad. Und das Ganze sehen wir ja jetzt auch hier die Ethernet-Schnittstelle, wird richtig angesprochen von der Codesys-Applikation und auch der Modbus TCP Slave hat eine grüne Symboldarstellung, das heißt, es sieht soweit okay aus. Schauen wir uns die Applikation an. Ich bin in der Online-Visualisierung. Ja, des Masters auf dem Prozessbild des MtronT und wir sehen genau diese beiden Werte.
52,3 ungefähr und 28,3. Ja, das sind genau die Prozesswerte. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn, wie immer, wenn Fragen gibt oder Anregungen, bitte schreiben, Kommentare geben. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann.